Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Stardew Valley auf Pelzig. Ja, Hofarbeit gibt's erstmal nichts, aber vom gesammelten Hämmer gleich ein bisschen was zusammenkratzen können, das ist doch schon mal nicht verkehrt. Wow, genau. So, der Hund wird erstmal gestreichelt. Ja, morgen hat Demetrius Geburtstag, hat denn weiß ich auf jeden Fall, was es gibt. So. Sommer ist bekannt, was er Gewitterstürmen. Wenn du weißt, wie man einen Blitzableiter herstellt, kannst du die Elektrizität nutzen, um Batterien herzustellen. Die können dann verkauft werden oder zur Herstellung von Objekten benutzt werden. Sehr nützliche Sache auf jeden Fall. Morgen wird es wieder sonnig. Alle hopp. Dann nutzen wir doch mal den Regendach, um mal in der Mine ein paar Städte zu brechen. So, für Eichhinkle gibt es auf. Ach Gott, außer einen Schlag auf der Heuausgabe gibt es noch ein paar. Gibt es auch ein paar Streicheleinheiten. So, der Traudel geht soweit auch ganz gut. Der Gertrud geht's gut. Und der Gudrun geht's gut. Raus sollten sie halt nicht gehen bei dem Wetter. Die wollen auch gar nicht raus. Kann es euch immer zeigen. Man kann aufmachen. Ja, du ist schon automatisch wegen dem Regen gefüllt. Also ich kann auflassen, wie ich will. Die Hinkler kommen definitiv nicht raus. So, die Blaubeere. Oh, der Stock hat keine Blaubeere getragen. Warum auch immer. Faulenzer Stock. Sowas mag ich überhaupt nicht. So. Dann du noch. Und die Peperoni kommen auch noch ab. Wäre bestimmt auch eine geile Mischung. Blaubeere und Peperoni. Gibt ja so geile Schokolade, so Zartbitterschokolade mit Chili drin. Ich esse ja eigentlich echt nicht gern Zartbitterschokolade, aber mit Chili ist es echt geile Kombi. So. Ja, das gibt mal wieder fette Hofarbeitsernte, würde ich sagen. Und wir gehen heute auf jeden Fall in die Minerei. So, da können wir noch der Ahornsirup abernten. Und die Radiesle sind auch wieder gut. Das heißt, ab zum Pier. Und nochmal 24 Radieslekafer. So, da sieht soweit ganz ordentlich aus. Ja, so in etwa war es heute Nacht 8 vom 31. auf der 31.5. auf der 1.6. War richtig übles Gewitter. Ich hab's echt gefeiert, muss ich sagen. Ah, es war echt toll. So, die Sonnenblume ist auch so gut wie durch. Ne, ich liebe das ohne Scheiß, wenn es gewittert und dann endlich wieder gut die Luft herrscht. Und nicht diese schwüle, drückende Ekelluft. So, die können dann raus. So und so machen wir noch rein. Radiesle Hämmer schon. Da kommt noch der Ahornsirup rein, damit wir den Amol sammeln können. Damit wir hier die verschiedenen Baumware hier drin hin. Das kann fort, die kann fort, aller Hopf. Gut, dann geht's jetzt mit uns erstmal ab in die Mine. Wobei, warte mal, halte mal den Gaul an. Wir holen uns jetzt noch 5 Dodefuhr und gehen noch zu Clint und machen uns erstmal die Stahlaxt für 5000. Das wäre, glaube ich, gar nicht mal so verkehrt. Was auch immer das für Geräusche sind. Und wer die macht? Will ich das wissen? Doch. Auf jeden Fall, seit gestern hat sich auch noch bei uns im Teich ein Frosch eingenistet, was ich auch großartig finde. Naja, Forellenbarsch. Sorry, heute ist kein Angeltag. Ja, es hat sich ein Frosch eingenistet bei uns im Teich. Das finde ich auch großartig. Ich habe irgendwie die Hoffnung, dass der leicht, beziehungsweise, dass der noch andere Frösche anlockt. Damit wir mal richtig die Froschbesiedlung haben. Das wäre toll. So, komm schon, die 10 Minuten. Okay. Gut, ich möchte erstmal die Geode knacken. Wäre vielleicht auch noch verkehrt. Aha, was haben wir denn hier? Malachit. Ich glaube, das haben wir aber schon im Museum gespendet. Und ich möchte noch ganz gern die Stahlaxt. So, dann können wir nämlich Dode mit auch in neue Gefilderei. Und können erstmal das so legen. Ich check gerade mal, ob... Okay. Okay, sieht nicht so aus, als könnte ich hier was spenden. Schade. Siehst, Malachit haben wir schon gespendet. Okay, die Spitzhacke habe ich jetzt deswegen nicht gemacht, weil wir jo in die Mine gehen wollen. Und ja, 450 brauchen wir ja sowieso an Holz, aber trotzdem. Für den Stall brauchen wir erstmal nur 350 und 150 Stähle. Siehst... Jetzt kommt es erstmal auf die Stähe. Edelwicker. Kommt mit. Zur Not schmeißen wir es halt fort, noch das Zeug.
Aber jetzt geht's erstmal hier wieder in die Mine rein, dass wir so gut wie möglich in ein Gebiet vorstoßen können, wo es auch schon Goldbarre gibt. Rostiges Zahnrad. Ah, das können wir dann auch im Museum spenden. Ja, weil ich hätte schon ganz gern Gold, um ehrlich zu sein. Dann kann ich nämlich die Qualitätssprenkler schon mal herstellen. Was gerade mal gucken, dafür brauchen wir doch, ne? Genau, dafür brauchen wir verfeinertes Quarz und Goldbarre. Dann ist das schon mal eine kleine Hilfe beim Bewässern von den Feldern. So, also nix wie runter mit uns. Und erstmal wieder ein paar Blobs verprügeln. Kann ja nie schaden. So, du triffst auf jeden Fall immer der Richtige, wenn die so einen Blob verprügeln. So. Da können wir schon mal knacken. Die können wir nämlich aufmachen. Warum auch immer die möglich sind und die komische gezackte nicht. Aber C-Stäb bietet uns das Ganze schon mal. Das ist schon ziemlich, ziemlich gut. Okay. So, wir suchen noch einen Weg weiter nach unten. Da haben wir ihn schon. Ohne gefrorene Geode war auch noch drin. Okay, Blobby und. Hey. Blobby und Gespenst. Hey. Lass auf Herz. Gut. Dann auf das Gespenstel zuerst, bevor die Kohlegeister nochmal arg gegammelt kommen. Und er hat schon eine Golderz für uns dabei gehabt. Sehr gut. Ey, 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 ey. Hör auf, du Gespenstel. Du Kohlegeist. So. Okay. Ach, verflixt nochmal. Gut, der Weg noch ohne ist schon mal auf. Das ist gar nicht mal so verkehrt. Ein bisschen Eisererz könnte man uns theoretisch auch noch holen. So. Ach Gott, jetzt gehen die Wege auf wie noch was hier. Ich hätte vielleicht gucken sollen, wie die Geister heute noch drauf sind. Okay, gehen wir mal hier runter. Und holen uns bei der Gelegenheit Neverstern noch ein bisschen Eisenerz. So. Ja, die große Stähe sollten wir auf jeden Fall knacken. Die bieten 10 Steine. Das kann ja nicht verkehrt sein. Und hier ist möglicherweise auch was Interessantes drin. Eine gefrorene Geode. Alle hopp. Wir nehmen es, wie es kommt. Eine Bombe. Sehr schön. Sehr, sehr schön sogar. Oh, das ist gleich Fledermaus-Invasion. Bad Invasion! Naja, ey, Flattermaus ist noch lange Invasion, aber... Naja, wir haben nämlich so viele Plätze hier drin. Ah ja, ewig kommt sie, die Invasion. Und ein paar Bomben kriegen wir. Die sind nie verkehrt, die Bomber. Und am Ende von der Invasion dürfte uns auch noch ein Weg geöffnet werden. Halte mal den Gaul an. Wir machen jetzt erstmal Folgendes. Zünden hier Bomber. Dann haben wir nämlich den ganzen Schampel hier noch vor uns. Das sind dann die letzten Fledermäuse. Im Zuge von dieser Invasion. Gut, und die machen uns sogar den Weg frei. Perfekt, oder? Ich weiß nicht, kriegen wir Gold erst ab Ebene 70 oder so? Ich kann es gar nicht mehr sagen. Ja, wir kriegen aber schon gut Stähe. Das auf jeden Fall. So, die großen Dinger lassen sich von einer normalen Bombe anscheinend auch nicht knacken, wie es aussieht. Brauchen wir dann auch was Größeres an Bombe. Da gibt es ja auch verschiedene Qualitätsbombe. Kirschbombe sind die kleinste, dann kommt die normale Bombe und dann gibt es, glaube ich, noch sowas wie die Hyperbombe oder sowas in der Art. Müssen wir nochmal gucken. So, Hussa. Oh, genau. Stehe ich voll hinter dir, Ackermann, bei der Aussage. Ja, verfeinertes Quarz und Golderz. Sau gut. Mit dem Ende Golderz, was wir haben, können wir auf jeden Fall schon mal Ammo Goldschmelzer. Dann können wir zumindest N-Qualitätssprenkler herstellen. Das wäre schon nicht verkehrt, muss ich sagen. Gut, 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 gut. Läuft doch ganz gut soweit. Läuft sogar wirklich besser als gedacht. Ich habe nicht damit gerechnet, dass wir schon so viel Gold dann kriegen. Warte mal, da möchte ich ja mal den knacken. Ein Aquamarin war drin. Und hier sind etliche Blobs. Etliche Frostgelees. So. Vielleicht gehe ich gleich mal drauf. Ah, Quarz ist auch nicht schlecht. So, das können wir ja entweder verfeinern oder wir können es an diverse Leute verschenken. Wir können anscheinend nicht mehr mitnehmen. Okay. Was machen wir dann? Dann machen wir Folgendes. Wir zwitschern uns das Ei rein.
und holen uns hier noch mehr. So, Quatsch, ich wollte hier mit der Sense fertig machen. Oh, Bad Invasion incoming. Da sind sie schon wieder, die Rivenickel. So. Okay, aber Gelees müssen wir sowieso immer platt machen, damit wir die 1000 voll kriegen für die Challenge von der Abenteurer-Gilde. So. Alle Hopf. Als fort damit. Ja, noch mehr Bomber. Ah, nicht schlecht. So, wenn wir uns günstig positionieren, kriegen wir die auch alle platt. Gut. Hier können wir noch Kohle abstauben. Und Kohle brauchen wir ja auch immer wieder zum Verhütter. Na? Okay, eine Winterwurzel liegt hier noch rum. Gut, erstmal das Vieh platt machen. Dann können wir hier noch eine Bombe zünden. Sieht soweit gut aus. Und Winterwurzel, was schmeißen wir dann dort dafür fort? Ich würde sagen, wir schmeißen das Quarz fort dort dafür. Können wir uns nämlich das holen und können hier nochmal ein Winterwurzlerich knuspern. Zack. Njam, 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 njam. So, dann haben wir da noch einen Quarz und da schmeißen wir noch eine Bombe rein. Da haben wir wieder nämlich einen Platz frei. Sehr schön, sehr schön. Die Zeit sollte ich auch nicht aus der Aare verlieren. Okay, 111 haben wir mittlerweile. Wir sollten noch mehr holen. Die Gegner haben uns allerdings hier Catrap mehr geebnet. Das heißt, die müssen wir uns jetzt wohl selber suchen, wie es aussieht. Aber wir haben ja noch mehr als genug Energie, um uns hier durchzuhacken. Gut, also bis Ebene 60 sollte hoffentlich drin sein heute. Das wäre nicht schlecht. Dum-di-dum-di-dum. Und weiter geht's als weiter. Gut. Okay, Fledermais kommen wieder. Ich glaube aber, ich sollte eher zum Treppe-Eingang, weil du meistens die Schächte noch ohne versteckelt sind. Scheiße. Komm schon. Gut, dann gehen wir weiter in die Richtung. Du kannst die Fledermaus uns schnell folgen. Ja, komm schon her. Und fuhr! Gott. Mit so einem Roundhouse-Kick die Fledermaus platt gemacht. Gudala. Nicht da in der Gegend rumhacke, wo nichts ist, Ackermann. Das heißt, ich gucke mich jetzt erstmal hier um, ob hier möglicherweise unserem Pfad noch unten noch ist. Eventuell ist er hier. Weil häufig sind diese Treppe hier relativ nah an der Treppe dran, wo man herkommen ist. So, dann hier noch. Einfach mal ein bisschen Steckklopper. Kann ja nicht schaden. So. Okay. Hier sind wir der Kohlegeisterin. Recht aufdringlich, die Biester. Hier geht's noch weiter. Bisschen Aquamarin, genau. So. Aber Aquamarine sind auch nicht verkehrt. Geben auch sehr gute Geschenke ab. So. Okay. Gut, gut, gut. Ja, hier geht's direkt runter. Auf Ebene 60. Und du kriege mal. Kristalldolch. Okay. 4 bis 10 und plus 50 Crit und plus 5 Gewicht. Nee. Den können wir vielleicht bei der Abenteurer-Gilde verkaufen. Da könnten wir auch mal das nutzen. Um mal ganz kurz hier auch nochmal zu angeln. Okay, die können wir uns gleich night switchern. So. Weil hier sind ab und zu auch mal ein paar ganz gute Fische dabei. Wenn wir denn das Glück hände für. Komm schon. Ich habe dann alle Zeit der Welt. Wir gehen schon auf die halbe Zähne zu. Mach schon, Ackermann, find was. Hopp. Scheiße, nee. Okay, dafür habe ich jetzt leider die Zeit nicht. Das können wir mal machen, wenn wir mal bei Gelegenheit wieder da unten sind. In der Gegend. Okay, das sind jetzt jede Menge Eisenerz, die wir abbauen könnten. Und ein großer Stern noch. Und ja, da ist der Todestreffer jetzt auch gleich soweit. Also den Stern möchte ich auf jeden Fall noch knacken. Und genau.
Okay, der hat leider kein Golderz für uns parat. Aber ich möchte noch eins weiter runtergehen, wenn möglich. Einfach nur so. Okay. Oh, schade, dass mir jetzt mein Microsoft noch Bescheid gibt, dass Skype aktualisiert wurde, obwohl kein Internet eingestöpselt ist. Warum nicht? So, lala. Aber spätestens um 23 Uhr sollten wir uns wirklich auf den Weg machen. Das heißt, ich muss jetzt wieder zurückgehen. Da führt kein Weg drauf vorbei. Wir haben jetzt 145 Stähe gesammelt. Sehr gut. Wisst was? Die paar Stähe organisieren wir uns jetzt noch auf dem Weg. Na, scheiße. Komm schon. Die paar... Die zwei Stähe sollten eigentlich noch drin sein. Ah, Mist. Komm schon. Wir machen das jetzt ganz kurz. Wenn ich jetzt noch eine verdammte Moll Stähe kriegt. Wenn ich da mal einen Stäh hier kriegt. So, okay. Natürlich. Genau dann werden wir hier zugegrützt. So, ich will raus hier. Und will so schnell wie möglich heim. Ja, wir haben unser 150 Stäh. Das heißt, in der Episode heute kriegen wir es wahrscheinlich noch hier, dass wir unser Stall bauen lassen von Robin. Dass wir zumindest einen Auftrag geben. Fertig wird er bestimmt nicht, aber wir können morgen auf jeden Fall den Auftraggeber. Und wir sollten jetzt machen, dass wir heimkommen. Scheiße, das geht nicht mehr. Dam, da, dam, da, dam. Okay, die sollten wir uns auf jeden Fall noch mitnehmen, weil wir werden Eibuße haben, was das angeht. Deswegen schnell, schnell, schnell. Okay, die Mayo können wir wahrscheinlich auch nicht mehr verkaufen. Hier machen wir noch schnell zu. Und fort kann das. Das behalten wir. Und ja, die können fort. Das müssen wir bei der Abenteurer-Gilde verkaufen. Der kann fort. Ansonsten, warte mal. Das kann hier rein. Den nehmen wir mit, inklusive einem Kohlestück. Dann verfeinertes Quarz. Ne, kann erstmal rein. Eisenerz packen wir hier mal dazu, genauso wie die Sonne-Essenz, die gefrorene Geode kommt mit. Der Schleim kommt rein, der Quarz kommt hier rein. Und dann packen wir unseren Kristalldolch. Ja, wir kommen vielleicht noch bei der Abenteurer-Gilde vorbei, ich lasse es erstmal so. Und das kommt jetzt erstmal dort hier, weil das Ding bringen wir zu der... Bringen wir erstmal rein zu der Gedöns, zur Bibliothek. Yes, ist, wenn man schon Wortfindungsstörungen hat. So, jetzt aber wirklich schnell. Dass wir noch in die Fall kommen, bevor es Ende ist und ich extreme Eibuße habe. Hund, lass mich durch. So. Puh. Hofarbeit, Stufe 8. Na aller, jetzt können wir Fassherstellung und Ölpresse. Das funktioniert leider nur, wenn wir Trüffel haben von Schweine. Hackereffektivität und Gießkanne-Effektivität ist höher. Und Luxusgeschwindigkeitswachs gibt es auch noch. Sehr schön. Fessel können wir auf jeden Fall bauen. Kampfstufe 5 gibt es auch einen Kriegerring, den wir herstellen können. Na, schauen wir mal, was uns das bringt. Uiuiui, jetzt haben wir richtig gut gekriegt. 9377. Alter Falter. Es wird, oder? Es wird. Gut, die große Eibuße haben wir gar nicht wie befürchtet. So, jetzt gucken wir nochmal auf. Müsste heute Demetrius Geburtstag haben, wenn mich das alles täuscht. Genau. Vor dem gibt es die Erdbeere. So, Fernseher sagt morgen klar und sonnig und sagt gut drauf sind die Geister. Perfekt. So. Jetzt machen wir mal was. Warte mal. Was brauchen wir dann eigentlich für die Fässer? Holz, Kupferbarre, Eisenbarre und Eicherharz. Ne, ich mag erstmal warte. Wobei 30 ist noch verkraftbar. 350 kostet so. Das ist verkraftbar. Warte mal. Eichenharz. Hier die Barre. Dann machen wir nämlich erst einmal eine Fessel. Das Fessel. Das knallen wir gleich mal hoch. Das kommt nämlich dort hier. Und dann holen wir uns doch gleich einmal den Qualitätshopfer. Und brauen unser Bier. So, so wird das nämlich gemacht. Dann die Sprinkler. Eisenbarre, Goldbarre und verfeinertes Quarz. Okay. Gut, einen Sprinkler haben wir auf jeden Fall schon basteln können. Das kommt dort hier.
Und dich können wir erstmal da hier. Da kann man nämlich den Qualitätssprengler hier hinmachen. Der kümmert sich um 8 Felder. Das heißt, das außenrum ist zumindest gemacht. Gut, ein erster Schritt ist schon mal gemacht. Der kommt dann nämlich dort hier. Auf den Weg hier. Sehr schön. Und wenn wir hier noch einer hätten, dann käme die Vogelscheuche dort hier. Oder hier auf dem Mittelweg. Gut. Das sieht doch soweit ganz ordentlich aus, aber der Sprinkler ist halt erst ab morgen aktiv. Dann haben wir das schon mal gemacht. Das ist sehr gut. Dann habe ich do auf jeden Fall schon mal, wenn ich ja zu mache, was es Gießer angeht. Und spare ganz klar ein bisschen Energie. Gut, gut. So. So muss das sein und nicht anders. Gut. Ja, ich bin zufrieden, wirklich. Warte mal. Dann gehen wir gleich mal woanders hier noch. Und Hund ist erstmal nicht raus, aber dann sehen wir bestimmt wieder. So. Hier rein. Ui. Ja, die schmausen jetzt halt alle hier jeweils einer. Deswegen sieht es hier etwas mau aus. So. Streichel, streichel, streichel. Und dann raus mit euch. So. Hier wieder dicht machen, bevor wieder Hinkel drauf steht. Auf dem Feld. Ach ja, schön. Oder? Alles schön. Gut. Sollte man nur noch darauf achten, dass Demetrius heute auch wirklich sein Geschenk kriegt. Aber der hängt ja noch mit das im Park ab. Von dem weiß ich wenigstens, wo er abhängt. So, das Feld ist dann gemacht. Dann geht's hier gleich weiter. Ah, Motto. Ach Mist, ich habe hier noch vergessen, die Radiesler einzukaufen. Ich Depp. So, warte mal. Haben wir gleich. Den Mohn können wir hier auf jeden Fall schon mal kaufen. Ab Ernte, dann können wir nämlich als nächstes eine Sommersaat. Oder Sommerschmuck hießen die Dinger. Können wir das Zeug kaufen. Und können das dort pflanzen, wo der Mohn gerade gewachsen ist. Den Mohn heben wir uns allerdings auch auf. Dann können wir auch mal immer wieder für was gebrauchen. Und wenn es halt fürs eigene Opium ist, verdammt. Schade, dass wir das nicht machen können. Eigenes Opium herstellen. Das wäre schön. Verdappiges Feld jetzt noch. Ja, komm schon. So. Okay. Dann das. Dann petze ich mal jetzt erstmal die Gewürzbeere noch rein. Zack. Wow, wie knackig das Zeug ist. So. Mohn. Wird erstmal geerntet. Dann hier noch die Sonnenblumen gegossen. Dann kann es weitergehen. Zack. Sodela. Dann geht's hier weiter. Ja, hier hat die. Ups. Hier hat es schon Zugschlacher. Und. Zack, zack, zack. Und erntereif wieder. Dann können wir nämlich das ganze Jahr über helles Bier herstellen. Und die Hopfe heben wir auf jeden Fall auf. So. Dann können wir nämlich immer wieder gutes Bier herstellen. Gut, 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 gut. Radiesle und 6 Sommerschmuck sollten wir uns noch zulegen. So, hier geht's auch noch weiter. Und hier können wir sogar noch den faulen Blaubeerstock noch abernten mit seinen 3 Blaubeere, die noch rausspringen. Och Gott, leverwurscht. Jedes Mal wieder schier am Verschrecke hier vor lauter. Oder schier am Herzinfarkt kriege vor lauter Arg. So, komm mal her, der wärst gestreichelt. Apropos. Hier haben wir noch ein bisschen was. Und hier geht's weiter. Moment, ich mach lieber wieder zu. Nicht, dass irgendein Vieh noch hier drauf steht auf dem Feld. Muss nicht sein. So, Dela. Gut. Da ist das gemacht. Und wir sind gleich durch. Dann darf ich definitiv nicht die Radiesle vergessen und die 6 Sommerschmuck. So. Und ein Dünger brauche ich noch. Für das Endefeld, was sich aufgelöst hat auf dem Radieselfeld. Gut, da ist das durch. Hm, jetzt hat sich hier wieder was gebildet. So. Und hier haben wir noch einen Kiefernteer. Perfekt. Füller. Und weiter geht's. Ja, heute haben wir viel zu tun, würde ich sagen. Mayo habe ich noch gar nicht gemacht.
Okay. So. Dann können wir uns jetzt unsere Pflichte zuwenden. Da würde ich sagen, heben wir die zwei besonders gute auf. Und das kann hier rein. Zum Hopfen sollte auf jeden Moment hier... Nee, Quatsch. Ja. Zum Hopfen sollte hier und hier noch mit rein. Dann kann das Zeug noch fort. Hier können wir noch das aufbewahren. Sieht soweit gut aus. Okay. Gut, dann stürmen wir mal los. Ja. So. Zuerst zu Robin, damit wir den Stall machen können. Und dann noch zu Clint. Wegen unserer... Oh, ich glaube, ich habe die Geode fortgeschmissen, ich Hornochs. Oh, Mann. Egal, egal. Und dann runter zu Pierre halt. Mann, 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 ich kann als echt so ein Heudeus sein. Tja, da lag wohl ein Buch vergraben neben Robins Haus. Okay. Ich hoffe, sie ist da. Natürlich ist es... Ah, Vater Demetrius. Vater Demetrius, das Geschenk, wenn man so viel auf einmal hat. Okay, der Stall wird jetzt auf jeden Fall als erstes mal gebaut. Und den möchte ich genau hier haben. So. Sehr schön. Stall wird gebaut. Das ist schon mal gut. So, Vater Demetrius brauche ich noch natürlich das Geschenk, ich Depp. Heidewitzka, wenn man so blöd ist und lauter tausend Sachen im Kopf hat. Naja. So, da können wir ja auf dem Rückweg... Moment, ich würde zuerst eigentlich lieber zu Pierre und dann zu Demetrius, bei dem weiß ich wenigstens, wo ich ihn auffinden kann. So, da haben wir hier nämlich noch einen schönen Durchgang. Und... Für Demetrius gibt es nämlich eine Qualitätserdbeere. So, das habe ich jetzt schon vergessen vor lauter. Aber zu Pierre sollte man, bevor der wieder Inventur macht, sollte ich definitiv zu ihm gehen. Weil die Saat sollte ich mir nicht entgehen lassen. Sodela. Also, jetzt erstmal zum Franzos meines Vertrauens. Oh, Abby ist auch noch da. Dann brauche ich... in 6 Tage, das ist noch machbar. Sehr schön. Also Saat kriegen wir da auf jeden Fall nochmal hier. 24 Dodefu. Und 6 Dodefu. Gut, dann holen wir uns Dendo noch. Für 10.000, ui. Das ist ganz schön teuer. Egal, wir holen ihn uns. Wir haben noch sehr gute Erträge von unserer Hofarbeit. Deswegen holen wir uns das. Jetzt haben wir nämlich hier die Reihe auch noch frei. Wir können keine weitere mehr Kafer. Egal, wie sehr wir draufschlachen. So, was sagst du, Abby? Irgendwie hätte ich gerne Katz. Leider ist mein Papa gegen sowas ziemlich allergisch. Ups. Sorry, Abby. Ich wollte dich nicht verdreschen. So, dann geht's weiter. Jo. Das sieht doch soweit gut aus. Und ist er hier, Demetrius? Nö. Na gut, dann schenkt man ihm jetzt noch eine Erdbeer. Und dann geht's wieder ab auf den Hof. Also heute mal eher wieder so ein schaffischer Tag. So, dann gucken wir doch mal. Gucken wir doch einfach mal, dass wir das hier kriegen. Zug fährt mal wieder durch Sternetautal. Das muss immer wahr in der Nähe fuhr. Du hast dich an meinen Geburtstag erinnert, das freut mich. Danke. Aha, 3 Herze-Event schon. Wenn du und Maro Freunde wären, bin ich mir sicher, dass er das Teleskop hin zeigt. Ganz schön aufregend, hä? Ja, 3 Herzler habe ich schon bei ihm gewonnen, oder für. Das finde ich echt gut. Wir gehen mal rein. Ah ne, Herz-Event wird hier leider nicht ausgelöst. Und wir gucken mal ganz, ganz kurz da rein noch. Ja, beim Museum können wir es jetzt heute auch wieder knicken. Ja, Gunther kann man wahrscheinlich mehr davon erzählen. Ist hier was runtergefallen? Ja! Tatsächlich, wir sind mal da. Ich bin mal endlich da, wenn das passiert. Das habe ich bisher noch nie gehabt. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Gib mir was ab. Ups. Okay, ein bisschen Kohleschwert runter. Wenn ich drauf klopp. Hier ist noch was. Da könnte ich noch ein Loch reinschlagen. Nee. Nö, das wird wohl nichts. Schade. Okay. Na gut. Das war das erste Mal, dass das mal funktioniert hat, wirklich. Kommt noch mehr?
Anscheinend nicht. Nö. Okay, dann habe ich das auch mal erlebt. Jetzt kann ich glücklich sterben, ne? Aller Hopp. Er hat aber ganz schön viel Schade gemacht, als ich gegen ihn zugerannt bin. Na gut. Zu der Abenteurer-Gilde oder so könnte man vielleicht in der nächsten Episode übermorgen gehen. Beziehungsweise hier morgen am 20. Sommertag. Aber erst einmal möchte ich hier nochmal mein Zeug abstecken. So, hier und hier. Moment, Moment mal. Bevor ich jetzt wieder Quatsch mache, hat sich erstmal eine gute Dünger noch geholt. Genau. Dann gehen wir da runter. So, da wird jetzt erst einmal die Sommerschmuck eingepflanzt. So, das können wir nämlich noch nutzen. Einfach nur, damit wir das einmal hin und ein paar von Qualität auch vielleicht in unserer Truhe aufbewahren können. So, das wäre dann erledigt. Und dann geht's do hier zum Radieselfeld. Da müssen wir nochmal noch düngen und dann kann das Radiesel-Eisee mal wieder. Oh, mal wieder anfangen. Da war noch einer, der sich versteckt hat, so ein Gewitterputze. Ja, die übersehe ich anscheinend recht gern und scheint sie auch ganz gern nett A zu klicken, wenn es soweit ist. Schade eigentlich. Okay. Gut, dann können wir Amo gleich in der nächsten Episode gucken, was uns der Qualitätssprinkler schon bringt. Ich bin gespannt drauf. Ich bin echt gespannt drauf. So. Das sieht soweit ganz gut aus. Es freut mich echt, dass wir so weit kommen. So. Dann werden wir hier acht durch. Bei den Hinkeln sollten wir wieder zumachen. Dann haben wir hier schön synchron eigentlich hier auch passend zum Abschluss von einem Städtzaun, haben wir zwei Stalle hier stehen. Zwei Stallungen. Perfekt. Es freut mich. Es freut mich echt. Man kann mich bei sowas sehr leicht zufriedenstellen. So, alle Hinkel sind auch schon wieder drin, wo sie sein sollten. Deswegen zack und zack und peng und peng. Das Holz kann auch fort. Und wir haben sogar noch ein funktionierendes Fass. Das freut mich natürlich auch sehr, muss ich sagen. Und ja, sieht doch soweit echt gut aus. Sieht echt super aus. Mein 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das müsste eigentlich sogar passen mit einer Vogelscheuche. Gerade mal gucken. Hat einen begrenzten Radius ungefähr 8 Felder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Die Vogelscheuche schützt sogar noch do. Das heißt, ich könnte theoretisch den hier wegmachen. Dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Könnte man theoretisch hier das schon wegmachen. Und könnten aus Symmetriegründen könnten die Vogelscheuche schon mal hier hinstellen. Damit auch hier einfach noch vielleicht ein bisschen was mitgeschützt wird. So. Dann haben wir das wenigstens einigermaßen symmetrisch hier. Ja, ich lege tatsächlich sehr viel Wert darauf. Ein Hoch auf die Symmetrie. Gut, die Mayo haben wir auch noch miterlebt. Und ein bisschen Energie haben wir auch noch. Das heißt, wir sollten noch ein paar Stellbrecher. Weil die Axt haben wir ja derzeit leider nicht für Holzabenteuer und Holzhackabenteuer. Deswegen sollten wir einfach noch ein paar Stell uns zur Brust nehmen, wenn möglich. Wenn sie dann irgendwie erreichbar sind. Sieht aber nicht so aus, als wären hier die Stellen noch großartig erreichbar. Na, hier vielleicht noch. Aber wenigstens, dass wir das noch ein ganz klein bisschen nutzen, ne? Einfach nur, dass wir das auch wirklich noch ein bisschen genutzt haben, wenigstens. Und eine große Rucksack haben wir uns jetzt auch noch gekauft. Als nächstes sollten dann die Verbesserungen anstehen für die Stallungen. Das heißt, ich sollte auf jeden Fall auch noch Holzhacke und Stäbbrecher und mit Geld, das kommt jetzt wirklich von ganz allein. Wir haben ja auch schon den Mais gut gepflanzt, sodass wir auch im Herbst davon gut profitieren können. Und nicht nur kurze Zeit im Sommer. Moment, die Fasern wollte ich noch rein. Alla hopp, dann würde ich doch sagen, ihr liebe Leute, es ist mal wieder Zeit für einen Cut an der Stelle und die nächste 4 Tage ist erstmal nix. Dann würde ich sagen, hier ist erstmal der Cut und wir sehen uns übermorgen wieder, wenn ihr wollt, zu Let's Play Stardew Valley auf Pelzig. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder, euer Yankee.